Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Banking Club Live. Zum fünften Mal präsentieren wir Ihnen Fachwissen aus der Bankbranche in Spielfilmlänge. Das ist unsere Antwort auf mehrtägige Fachkonferenzen, denn wir denken, 60 bis 90 Minuten kann man es, wenn das Programm ansprechend ist, mal vor einem Bildschirm aushalten. Länger zweifeln wir so ein kleines bisschen an. Und wir haben einen Blumenstrauß von Themen und Referenten für Sie zusammengesammelt. Und Wissen tanken ist ja ein gutes Synonym für die Location, wo ich hier gerade bin. Wir sind wieder auf dem historischen Flughafen der Stadt Köln, wo ja heutzutage die Motorworld beheimatet ist. Und hier ist eine historische Tankstelle aufgebaut. Und wir tanken hier heute keinen Sprit, sondern Wissen. Sie tanken heute Wissen zu drei unterschiedlichen Themenbereichen. Wir haben heute die Themen Nachhaltigkeit mitgebracht, ein Vortrag zum Thema Signatur. Und das dritte Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, ist das Thema Wealth Management. Mit diesem Thema werden wir jetzt einsteigen, hoffen, dass unser erster Referent, Interviewpartner jetzt live zugeschaltet ist. Es ist Martin Daud. Martin Daud ist CEO von Quirion, dem Robo-Ableger der Quirion Bank. Und der Titel zu diesem Interview heißt ja Wealth Management für jedermann. Geht das überhaupt? Wealth Management, da hat man so die Vorstellung, das ist etwas für reiche Menschen. Wealth Management für jedermann, was verbirgt sich dahinter? Das wird uns jetzt Martin Daud beantworten. Er ist live zugeschaltet, bringt über 30 Jahre Erfahrung im Finanzwesen und Technologieumfeld mit. Und das können wir doch als erste Frage nehmen. Wealth Management für jedermann, ein Marketing-Gag oder was steckt dahinter? Sehr gut. Guten Morgen. Erstmal zusammen. Vielen Dank für die Einladung und dass wir uns austauschen dürfen über das spannende Thema. In der Tat ist es eine Frage der Definition. Ich finde, Wealth sollte jedem gehören. Nicht nur Menschen, die wirklich viel Geld haben. Menschen, die viel Geld haben, die können mehr aus ihrem Geld machen, weil sie bessere Angebote kriegen. Und wir stehen dafür, dass wir dieses natürlich auch Menschen mit weniger Geld zur Möglichkeit bieten. Und deswegen kann man Wealth Management auch für weniger Geld anbieten. Das sind strukturierte Vorgehensweisen und die bieten wir digital an. Sie bieten an Vermögensverwaltung bereits ab 500 Euro im Monat. Das ist jetzt sicherlich nicht auch für jeden machbar, aber wieso haben Sie sich für diesen ungewöhnlichen Ansatz entschieden? Also es geht sogar noch geringer. Wir können auch Sparpläne ab 50 Euro in die Vermögensverwaltung stecken. Und das dient dazu, nämlich langfristig Geld aufzubauen. Das ist ja das, was Wealth Management eigentlich gestalten will, im Großen als auch im Kleinen. Um die Großen machen wir uns jetzt mal keine Gedanken. Wir machen uns Gedanken um viele kleine Bürger, junge Leute auch vor allem, die keine Rente mehr kriegen, die in Versicherungen irgendwann mal festhängen und nur noch die Vertriebe zahlen, die keine Zinsen mehr kriegen und, und. Die brauchen ja die Möglichkeit, mal zu ein bisschen Geld zu kommen und deswegen geringe Einstiegsmöglichkeiten. Aber das geht natürlich nur digital. Das kriegen Sie nicht hin, wenn Sie entsprechenden Kostenblock dahinter haben und den erstmal erwirtschaften müssen. Jetzt schreiben Sie auf Ihrer Webseite, dass Quirion, ich hatte es ja eingangs gesagt, das ist der Ableger, der Robo-Ableger der Quirion Bank, die es schon 3 Tage länger gibt. Sie schreiben, Quirion hat die DNA der Quirion Bank. Was verbirgt sich dahinter? Was ist die DNA einer Quirion Bank? Also vielleicht verschiedene Sichtweisen. Sichtweise 1 ist, der Gründer der Quirion Privatbank ist ja Karl Matthäus Schmidt. Ja. Er ist ja, obwohl er jünger ist als ich, ein Urgestein der deutschen Finanzszene und steht eigentlich dafür, dass er nichts tut, was Kunden schaden könnte. Das hat er in seinen 30 Berufsjahren immer bewiesen mit seiner eigenen Bank. Wir haben ja Consors aufgebaut. Und jetzt hat er die Quirion Privatbank aufgebaut und dann hat er gesagt, dieses Thema Vermögensverwaltung, honorarfrei, prognosefrei und so weiter, bietet er auch kleineren Bürgern an, auf gut Deutsch, den kleineren Geldbeuteln. Und deswegen geht die Digitalisierung los und deswegen hat er 2013 dann das gleiche Thema umgesetzt auf Robo-Advisory, auf Digitalisierung. Und die Produkte sind die gleichen, die Ansätze sind die gleichen. Also Sie kriegen bei uns in der Bank als auch bei uns die gleichen Set an Vermögensverwaltungsprodukten. Ja, tatsächlich war Quirion ja einer der ersten Robos, der gegründet wurde. Leider kam erst danach so richtig der Hype auf, dann ist es so ein bisschen untergegangen. Vermögensberatung, Stichwort. Auf welche Aspekte der Vermögensberatung legen Sie denn besonderen Wert für Ihre Kunden? Also ganz wichtig ist unsere Haltung zum Kapitalmarkt, unsere Kapitalmarktphilosophie.
Wir basieren auf dem Eugene Farmer und Robert Shiller Modell. Das heißt, keiner schlägt den Markt, auf gut Deutsch gesagt. Wir glauben nicht an aktives Fondsmanagement, an aktives Produktmanagement. Wir glauben an Prognosefreiheit und wir glauben auf die Sicherheit und die Abdeckung der weltweiten Märkte. Unsere ETF-basierenden Strategien investieren in fast 10.000, 15.000 Aktien weltweit und bilden Indizes ab. Damit sind sie eigentlich möglichst abgesichert. Und wir haben natürlich die Verschiebung in der Risikotragfähigkeit bei den Kunden. Manche haben mehr Anleihen, manche kriegen mehr Aktien zugewiesen, je nach eigener Risikotragfähigkeit über das MiFID-Protokoll und 1.000 Fragen, die wir stellen, wird das ja geklärt. Risiko ist ein gutes Stichwort. Nach welcher Risikoneigung wählt dann der Robo aus? Der Kunde wird vorher nach seiner Risikoneigung gefragt, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also so einfach ist es nicht, weil wenn Sie natürlich Männer fragen nach ihrer Risikoneigung, dann sagen die, kein Problem, ich nehme jedes Risiko. Und das ist leider der falsche Investitionsansatz. Kommt immer darauf an, natürlich, wie viel Geld man hat. Das wird man gefragt. Und dann werden Verhaltensweisen, Erfahrungen, jetzt sage ich mal, auch prognostizierte Verhaltensweisen abgefragt, die ein Kunde gegebenenfalls in den Tag legt. Und aus diesem Set von Fragen, die durchaus unverfänglich sind teilweise, baut dann der Robo sozusagen das Risikoprofil zusammen, sortiert sie dann ein als Interessent und dann bekommen sie einen Anlagevorschlag, der auf sie passt und den sie dann weiterführen sollten. Jetzt geht die Treppe des Vermögens nicht immer stetig nach oben. Die Börse hat Auf und Abs, Volatilität nennt man das. Und da gibt es auch mal eine Phase, wo dann mal so ein Portfolio im Minus steht. Wie begleiten Sie Kunden in dieser Phase? Wie überstehen die Kunden das gemeinsam mit Ihnen, so eine Minusphase? Ja, also eigentlich das Schlagwort ist Transparenz. Ehrlichkeit und Transparenz. Man sollte vorher keine überzogenen Versprechungen machen, dann muss man nicht hinterher zurückrudern. Das ist schon mal Prinzip Nummer eins. Das heißt, wenn jemand natürlich nicht risikoaffin ist, ihm dann ein risikoorientiertes Portfolio an die Hand zu geben, wäre halt genau der fatale Fehler. Also wir machen genau das, was für ihn passt. Deswegen haben wir 10 Abstufungen in unseren Portfolios. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir informieren den Kunden aktiv durch unsere ja, digitalen Möglichkeiten, sei es Newsletter, sei es in seinem Dashboard sieht er die Informationen oder wir machen so wie hier auch Videokonferenzen mit unseren Kundengruppen, also nicht im Einzelinterview dann, wir haben ja über 33.000 Kunden schon, aber so Gruppeninterviews, wo dann die Kunden natürlich Fragen stellen können und wir ihnen erklären, wie die Märkte sind aus unserer Sicht und warum sich unsere Portfolios so verhalten. Bevor ich die nächste Frage stelle, vielleicht nochmal nach da draußen zu all denen, die jetzt zuschauen. Sie können natürlich auch in den Chat, den Sie neben dem Videofenster sehen, Fragen einstellen. Und wenn die Zeit reicht, wir wollen ja alle Beiträge so Pi mal Daumen immer 6 Minuten fahren hier, damit es kurzweilig bleibt. Aber wenn Sie eine Frage haben, die Martin Daud Ihnen dringlich beantworten soll, dann tippen Sie die doch jetzt in die Tastatur, dann baue ich die mit ein. Und wenn das nicht so ist, mache ich mit meinen Fragen hier weiter. Großes Stichwort ETFs. Um das Thema hat es ja einen riesen Hype gegeben in den letzten Jahren, vor allen Dingen in den USA. Ist es ein besonderes Anlageziel? Wie sehen Sie da die Entwicklung in Deutschland? Wie sehen Sie die Entwicklung bei sich bei Quirion? Ja, also da machen Sie natürlich den Bock zum Gärtner jetzt mit der Frage, weil wir basieren ausschließlich auf ETFs. Also dadurch, dass wir prognosefrei sind, dass wir glauben, dass keiner den Markt schlägt und wir möglichst breite Weltmarktabdeckung für unsere Anleger suchen, um die Risiken zu reduzieren, gehen wir natürlich nicht auf Einzeltitel. Wir sind absolute ETF-Fans. In den USA ist das Ding natürlich noch größer, weil die Märkte auch größer sind, aber auch hier in Deutschland gibt es schon 6.000, ich glaube, oder 8.000 ETFs, die gehandelt werden. Also es ist genug da, um die Märkte abzudecken. ETFs sind da, werden immer bleiben, sind auch vom Bürger gut angenommen, weil sie sind inzwischen, muss man sagen, durchaus verständlich. Aber die Branche muss natürlich auch aufpassen, dass sie nicht den Weg der Zertifikate geht, wo jetzt inzwischen keiner mehr durchblickt. Man muss halt wirklich die Kirche im Dorf lassen, auch bei ETFs. Ich glaube, die Grenze des Machbaren ist erreicht. Und vielleicht so ein Wasserstoff-ETF auf dem nordbrasilianischen Index braucht kein Mensch. Also wir brauchen ETFs, die einfach die Weltmärkte für unsere Klientel risikofrei abbilden. Jetzt sehe ich hier tatsächlich eine Frage aus dem Publikum. Da hätte man fast dran wetten können, dass so eine Frage kommt. Sie passt natürlich auch. Wie ist denn die Performance bei Quirion, dem Robo,
im Vergleich zum Wettbewerb? Ja, also unser, sage ich mal, jedes Unternehmen, jeder Robo, es gibt ja ungefähr, ich weiß es gar nicht, 40 oder 50, wir gehören ja so zu den Top 3 in Deutschland, hat ja so seinen eigenen Benchmark, und unser Benchmark ist natürlich der MSCI, World, ACWI und so weiter, diese Art von Produkten. Und es gibt immer wieder Robos, es gibt ja schöne Webseiten, wo man das vergleichen kann, Echtgeldtest, Brokervergleich und so weiter. Da wird ja immer gerankt nach Monat, 3 Monate, 6 Monate und so weiter. Und da kann man sehr schön die Performance der Portfolios verfolgen. Also typischerweise werden die 50-50 Strategien verfolgt. Und wir liegen inzwischen wieder so im Bereich der Top 5, Top 4. Wir waren mal so bei den Top 8, Top 10. Das meandert natürlich, weil letztendlich wir haben mehr Absicherungen drin, als es eigentlich der Index abbildet, und dadurch sind wir eigentlich immer einen Ticken unter der Performance des Index oder auch unter den Performances von Robo-Advisern, die stark entweder Value at Risk basiert, also riskanter einfach anlegen für ihre Kunden, oder die mehr Aktienanteile beimischen. Und wir halten uns strikt an die Rebalancing-Methode. Du kriegst als Kunde ein Set, 50-50, 70-30, was auch immer, und das halten wir durch, solange deine Risikoposition sich im Leben nicht verändert. Wenn man heiratet, Erbschaft kriegt und so weiter, dann verändert sich eine Risikoposition. Und das führt dazu, dass wir immer in Anführungsstrichen ausgleichen und balancieren, weil wir glauben, das ist langfristig der bessere Weg. Und wenn man die Renditen sich der letzten Jahre ansieht, nicht der letzten 3 Monate oder 6 Monate, ist Quirion immer unter den Top 3. Und ehrlich gesagt, das reicht mir, weil der Unterschied ist minimal. Da reden wir dann über irgendwie über 3 Jahre 1,5% in Summe Unterschied in der Performance, aber 0,48 in den Kosten, die wir verlangen nur, die entscheiden on the long run. Und da kann natürlich einer gerne besser sein, wenn er dafür 1,5 Kosten verlangt, dann wenn man nachrechnet, bringt das überhaupt nichts. Herr Daud, vielen lieben Dank. Da ist jetzt noch eine Frage im Publikum. Eigentlich sind wir am Ende. Wenn Sie die blitzschnell beantworten, nehme ich die noch mit rein. Was meint denn, Sie hatten es gerade gesagt, was meint denn risikofrei abbilden? Naja, also möglichst risikofrei abbilden, muss man natürlich sagen. Die Kapitalmärkte weltweit sind eine Abbildung unserer Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft wird weiter wachsen. Wenn man das nicht unterstellt, haben wir ein anderes Problem. Insofern bin ich auch mit meinem Portfolio, das sich an dieser Weltwirtschaft orientiert, auf der sicheren Seite und kann mitwachsen. Downsides natürlich, die Sie erwähnt haben, mal ausgenommen, aber im Prinzip ist das eine risikofreie Entwicklung für die Zukunft. Perfekt, Herr Daud, vielen lieben Dank. Da ist, ich sehe, da kommt noch die ein oder andere Frage rein. Wenn Sie selber das Videoübertragungsfenster aufmachen, dann sehen Sie auch den Chat. Vielleicht können Sie die ein oder andere Frage noch beantworten jetzt. Das wäre sehr schön, dann bleibt die nicht unbeantwortet. Ich. Vielen lieben Dank, Martin Daud. Ja, und dann geht es hier Schlag auf Schlag direkt weiter mit Johannes Neulinger. Er ist Director Head Business Development bei Allianz Global Investors. Wen kann man da Besseres haben zum Thema Wealth Management als einen der großen Fonds hier in Deutschland oder sogar weltweit? Ja, und er kommt mit auch Fragen, mit einem Vortrag, den er jetzt halten wird, zum Thema Service für digitales Wealth Management. Johannes Neulinger. Ja, vielen Dank und für die Gelegenheit, Ihnen heute ein Update zu geben, was wir als Allianz Global Investors für Dienstleistungspakete für digitale Wealth Management Angebote leisten können. Ich persönlich bin bei Allianz Global Investors zuständig für den Vertrieb und den Aufbau von digitalen Investmentangebote für unseren europäischen Vertriebspartner. Das ist eine sehr spannende Rolle, weil ich eigentlich konsequent und kontinuierlich im Austausch mit Banken, Vertriebspartnern und Vermögensverwaltern in Europa bin und immer diskutiere, was für interessante neue Investmentangebote können denn für Privatkunden geschaffen werden. Es gibt so einen großen Trend in Gesamteuropa, dass Banken und Vertriebspartner dazu übergehen, wirklich kundenzentrierte Anlageangebote basierend auf die speziellen Bedürfnisse ganzer Kundengruppen aufzusetzen. Weil damit auch festgestellt worden ist, dass die Kundenzufriedenheit und auch die Conversion Ratio von Produktangeboten extrem ansteigt. Nichtsdestotrotz, der Grund ist natürlich auch, wir sehen hier schon
relativ stark, nicht erst seit Corona. Das ist natürlich ein Trend von Privatkunden bei dem Thema Finanzanlage hin in Richtung digitaler Kanäle gibt. So bevorzugen bereits heute ein Drittel aller Affluent-Kunden in Europa ein rein digitales Angebot. Das stellt unsere Vertriebspartner natürlich vor die Herausforderung, auch hier ganz neuartige Angebote zu schaffen. Wir persönlich als Allianz Global Investors sind der festen Überzeugung, dass sich langfristig hier aber hybride Modelle am Markt durchsetzen. Das heißt, reine digitale Angebote sehen wir zwar auch, jedoch das Massengeschäft in Europa wird sich immer auf hybriden Angeboten abspielen, wo ein Kunde letztendlich die Wahlmöglichkeit hat, eine Geldanlage komplett online abzuschließen, aber auch einen persönlichen Ansprechpartner für Notfälle an seiner Seite zu haben. Und genau auf dieser Art von Geschäftsmodell bewegen wir uns auch. Das heißt, wir unterstützen aktiv Vertriebspartner bei dem Aufbau neuer Lösungen und bringen hier die technologischen Möglichkeiten ein, die verfügbar sind. Als aktiver Manager haben wir hier von Research, Einzeltitelauswahl, Portfolioanalyse, Portfoliooptimierung und das Ganze auf verschiedenen Assetklassen super viele Möglichkeiten, hier unsere Partner zu unterstützen. Und die haben wir, und diese komplette Wertschöpfungskette haben wir auch geöffnet, um letztendlich vorne heraus wirklich neuartige Investmentangebote aufzusetzen. Um Ihnen das ein bisschen greifbarer auch zu machen, haben wir hier ein modulares Angebot aufgesetzt. Das heißt, Sie als Vertriebspartner entscheiden sich zum Beispiel, okay, ich möchte für ein Kundensegment 65 plus ein Anlageangebot aufsetzen, das sich persönlich auf die Bedürfnisse der Kunden fokussiert. Hier spielen ganz andere Rahmenbedingungen eine Rolle, wie zum Beispiel bei Personen, die gerade noch im Vermögensaufbau sind. Hier geht es eher um eine flexible Entnahmemöglichkeit von Kapital, um eine Verrentungsmöglichkeiten. Und hier bieten wir mit unseren digitalen Tools Bausteine an, mit der sich Kunden von uns individuelle Lösungen aufbauen können. Das heißt, wir haben die ganze Wertschöpfungskette bei uns auf auf eine digitale Plattform gelegt. Und Sie können jetzt sich modular von Portfolioanalyse über Financial Planning Module, über ein innovatives Reporting-Konzept individuell ein hybrides oder digitales Investmentangebot aufbauen. Ein Beispiel eines solches Angebotes habe ich Ihnen auch mal mitgebracht. Und zwar waren wir zusammen mit einem unserer größeren Vertriebspartner in einer Konzeption einer Anlagelösung für selbstentscheidende Privatkunden mit einem sehr hohen Interesse an Kapitalmärkte. Das heißt, wir hatten hier eine Zielkundengruppe, die sich wirklich sehr stark für Aktienmärkte interessiert, auch eine hohe edukative Bildung hat und einfach im Prinzip auch ein high sophisticated Tool an die Hand gelegt bekommen möchte, um sich wirklich selbstständig um die Kapitalanlage zu kümmern. Für diese Kundengruppe hatten wir dann den Digital Asset Manager konzipiert. Das ist eine Produktlösung, mit der ein Kunde ganz alleine sein Wertpapierdepot managen kann. Hier finden Sie zum Beispiel das Tool einer Portfolioanalyse. Das heißt, wir bieten die Möglichkeit, ein existierendes Wertpapierdepot zu analysieren und mit einer schönen, detaillierten Risiko-Return-Analyse, um aufzuzeigen, wo es noch Verbesserungspotenzial in dem aktuellen Wertpapierdepot gibt. Wir haben eine Forward-Simulation hier mit dem Angebot dabei. Das heißt, ein Kunde kann seine Wertpapierstrategien in verschiedenen Marktszenarios simulieren und sieht die Performance von Wertpapierdepots in verschiedenen Modellen. Ist sehr wichtig aus unserer Meinung nach, weil man hier ein schönes Gefühl für die unterschiedlichen Chance-Risikoprofilen bekommt. Wir haben mit dem Marktradar auch eine innovative Lösung geschaffen und geben hier Kunden auch Einblick in die Positionierung von uns als aktiver Manager. Das heißt, ob es jetzt Aktien, Renten, alternative Anlagen sind. Wir covern bei uns global über 50 Assetklassen und bieten hier mit dem Marktradar die Möglichkeit,
dass ein Kunde sich auf unsere Markteinschätzung berufen kann und das zum Beispiel für sich als Handelsempfehlung nutzen kann. Mit dem Portfolio Builder haben wir basierend auf dem Kapitalmarktmodell von Allianz Global Investors die Möglichkeit, dass Sie sich selbstständig ein eigenes Wertpapierdepot basierend auf Ihren Risiko-Rendite-Erwartungen zusammenbauen können. Das heißt, es ist jetzt hier, Sie haben hier die Möglichkeit, wirklich speziell verschiedene Komponenten zusammenzufügen und wir analysieren in dem Digital Asset Manager das Depot on the fly. Zu guter Letzt haben wir auch mit unserem Portfolio Manager Cockpit ein Tool geschaffen, bei dem Sie jederzeit eine gute Analyse Ihres Wertpapierdepots vorfinden und auch Handlungs- und Marktempfehlungen von Allianz Global Investors einsehen können, sodass Sie auch optimal Ihr eigenes Wertpapierdepot managen können. Das habe ich Ihnen, wollte ich Ihnen heute auf jeden Fall mal mitbringen, dass Sie sehen, was gibt es heute bereits für Möglichkeiten, neuartige Anlageangebote selbst aufzusetzen. Wie gesagt, wir unterstützen Vertriebspartner von uns hierbei, solche Produktlösungen für ihre Kunden zu designen. Und ich würde mich selbstverständlich sehr freuen, wenn auch der ein oder andere hier Interesse gewonnen hat und stehe jederzeit zum Austausch gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, das war Johannes Neulinger von Allianz Global Investors und hier gibt es tatsächlich Fragen aus dem Publikum. Erste Frage: Wo kann man auf den Digital Asset Manager denn zugreifen? Sehr gerne. Also in erster Linie, wenn Sie ein Bankberater sind oder angestellt bei einer Bank, können Sie sich jederzeit an uns wenden, weil wir als Allianz Global Investors sind ein B2B-Anbieter und wir würden dann Ihnen den Zugang zu dem Digital Asset Manager geben. Als Privatperson oder als selbstständiger Anleger müssen Sie wahrscheinlich erstmal den Schritt auf Ihren Bankberater zugehen und den fragen und er müsste Ihnen dann wiederum den Zugriff geben. Also wir sind ein B2B-Anbieter, das heißt, wir haben kein eigenständiges B2C-Angebot als Allianz Global Investors, sondern unterstützen Vertriebspartner bei dem Aufbau solcher Lösungen. Den konkreten Digital Asset Manager, würden Sie in Spanien vorfinden. Aktuell leider noch nicht in Deutschland, aber auch hier sind wir im guten Austausch mit einigen Partnern. So, und jetzt bin ich immer hin und her gerissen zwischen wir befriedigen die Antworten der Leute, die da draußen vor dem Bildschirm sitzen und wir halten uns an die Zeit. Daher hier noch eine zweite Frage mit der Bitte, die wirklich sehr, sehr schnell zu beantworten. Was hätte ein Backtesting dieses beispielhaften Digital Asset Manager Ansatzes denn ergeben? Das Schöne ist ja, der Digital Asset Manager Ansatz ist zum Beispiel jetzt kein eigenes Anlagegebot, sondern Sie nehmen Ihr Wertpapierdepot, was Sie persönlich haben, füllen das in den Digital Asset Manager und dann analysiert auf Basis des Kapitalmarktmodells von Allianz Global Investors wird Ihr Depot analysiert und Sie kriegen dann Handlungsempfehlungen. Es handelt sich hier um keine feste Investmentstrategie. Wie gesagt, weil der Digital Asset Manager soll selbstentscheidende Kunden dabei unterstützen, weiterhin auch ihre Anlage selbst zu entscheiden. Natürlich auch mit Produktlösungen aus unserem Haus. Jedoch hier ist es tatsächlich so, dass der Endkunde der Portfolio Manager auch ist und sich selbstständig ein Depot baut. Und wir unterstützen und der Digital Asset Manager sind lediglich Tools, die ihn bei dieser selbstständigen Kapitalanlage unterstützen. Das ist zum Beispiel auch der große Unterschied gegenüber klassischen Robo-Advisern, bei denen Sie zum Beispiel das Geld einfach nur delegieren, ist der Digital Asset Manager eher ein Tool, das Sie unterstützt, selbstständig diese Anlagen zu managen. Perfekt. Und wenn Sie in den Chat gucken, dann gibt es da tatsächlich noch mindestens eine weitere Frage. Wäre schön, wenn Sie die vielleicht noch schriftlich beantworten könnten, damit wir hier im Programm weiterkommen. Und ich sage vielen lieben Dank an Johannes Neulinger, an Allianz Global Investors. Vielen Und dann Dank. geht es auch schon weiter mit dem nächsten Interview. Interviewpartner ist Gregor Neuhäuser. Er ist Niederlassungsleiter bei der Walser Privatbank für die Bereiche Stuttgart und Düsseldorf. Er ist Bankkaufmann, er bringt über 20 Jahre Erfahrung mit in der Beratung gehobener Privat- und Firmenkunden. Tradition und Zukunft ist die Überschrift dieses Interviews in der Vermögensberatung. Ist es ein Spagat, den man gehen kann in einer Privatbank, die 1894 gegründet wurde? Ja, guten Morgen erstmal, Herr Hahn. Vielen Dank für die Einladung.
Nee, also ich finde nicht, dass man hier in Spagat gehen muss. Die Walser Privatbank ist, wie Sie eben schon sagten, über 126 Jahre alt, ein genossenschaftlich geprägtes Institut, was seine Zugehörigkeit zum österreichischen Raiffeisensektor hat. Und hier spielen bei uns die Werte Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und Sicherheit eine ganz entscheidende Rolle. Und Werte, die dieses Haus seit über 120 Jahren lebt und die spätestens seit der Finanzkrise 2007 und 2008 eine Renaissance erlebt haben, auch in Deutschland im Genossenschaftssektor und im Sparkassensektor. Und von daher glaube ich, haben wir eine gute Stellung hier im Wealth Management in Deutschland uns erarbeiten können und auch festigen können. 1894, Werte, Vermögensberatung, hat sich denn nicht doch das ein oder andere an diesen Werten in den letzten Jahren verschoben? Oder können Sie wirklich sagen, die Werte, für die wir 1894 standen, haben sich so in die heutige Zeit übertragen lassen? Ja gut, natürlich haben sich in der letzten Zeit schon viele Dinge verschoben. Ich sage jetzt mal nur das Stichwort Niedrigzins oder beziehungsweise Verwahrentgelte haben hier natürlich auch bei vielen Anlegern ein Umdenken stattfinden lassen, haben auch im Portfoliomanagement natürlich dazu geführt, dass wir die Märkte noch intensiver beobachten müssen und für unsere Kunden die ideale Lösung finden müssen. Aber am Ende des Tages ist das, was für unsere Berater, was uns auszeichnet, immer schon gleich geblieben. Und mehr denn je steht es im Vordergrund. Empathie, das Reindenken, das Reinfühlen in den Kunden, das Vertrauen aufbauen und dann eben nah am Kunden dran sein, ihn begleiten in den verschiedensten Lebensphasen. Das hat sich nicht verändert. Zur Vermögensverwaltung gehört ja neben der Beratung auch eine regelmäßige und gute Kundenbetreuung. Was sind Faktoren, die in der Betreuung besonders wichtig sind? Ja, ich glaube, dass ich die drei Begriffe eben schon gesagt habe, die aus meiner Sicht unabdingbar sind. Das ist einmal die Empathie. Ein Berater muss empathisch sein, muss in der Lage sein, sich in den verschiedenen Kunden reinzufühlen, reinzudenken, dann versuchen, seine Sprache zu sprechen, damit er mit ihm auf Augenhöhe kommunizieren kann, um so ein Vertrauen aufzubauen. Das ist die Basis unseres Geschäftes. Und über das Vertrauen kommt dann die Nähe. Man wird im Laufe der Zeit immer vertrauter und das ist ganz entscheidend am Ende des Tages für eine gut funktionierende Beziehung zwischen Berater und Kunde. Wie hat sich denn die Beziehung zu Kunden in den letzten Jahren verändert? Oder hat sie sich überhaupt verändert? Meine, wir haben unterschiedliche Altersklassen, wir haben unterschiedliches Anlageverhalten. Was hat sich da getan? Naja, also man kann das jetzt aus zwei Perspektiven, finde ich, beantworten. Das eine ist die Bankperspektive und das andere ist die Kundenperspektive. Ich fange mal mit der Bankperspektive an. Da hat sich in den letzten Jahren schon eine ganze Menge verändert. Stichwort aufsichtsrechtliche und regulatorische Anforderungen, die die Berater hier erfüllen müssen, nehmen immer mehr zu. Man muss an immer mehr Kleinigkeiten denken, die die Aufsicht und der Regulator uns abverlangt. Auf der anderen Seite die Kundenperspektive. Von der Kundenseite aus hat sich das Bedürfnis aus meiner Sicht nicht verändert. Und auf der anderen Seite, der Kunde wird mit immer mehr Formularen, mit immer mehr Fragestellungen konfrontiert, die wir Berater versuchen müssen, in unseren Beratungsgesprächen idealerweise so einzubauen, dass der Kunde es gar nicht merkt. Dass der Kunde sich abgeholt fühlt. Und hier ist eben das entscheidend: Vertrauen. Er muss uns vertrauen, wir müssen ihm vertrauen. Und wenn die Basis gegeben ist, dann hat sich nicht viel verändert. Aber es ist natürlich so, die Berater, denen wird immer mehr abverlangt. Ja. Jetzt hatten wir es eingangs, Tradition relativ gleich geblieben über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Aber was sich ja tatsächlich geändert hat bei Kunden, ist das Anlageziel, die Anlageform. Das ist ja sozusagen gewisse Modetrends auch unterlegen. Wir hatten es gerade eben mit dem Thema ETFs bei dem Robo von Quirion.
Wie sieht es bei Ihnen aus? Welchen Blick haben Sie da drauf und welche Trends lassen sich aus den Anlagezielen Ihrer Kunden ablesen? Also ich glaube, die Anlageziele Vermögenssicherung, Vermögenserhalt nach Inflation, Steuern und Kosten, ich glaube, das hat sich nicht verändert. Das ist gleich geblieben. Das ist schon immer eine Herausforderung gewesen, das zu erreichen. Das hat sich nicht verändert. Was natürlich hinzukommt, sind die digitalen Anbieter, die eine wunderbare Ergänzung sein können. Auch wir als Haus entwickeln uns da in dieser Richtung natürlich weiter, müssen uns weiterentwickeln. Dass wir jetzt aber einzig und allein nur auf einen digitalen Vermögensverwalter setzen, das ist nicht unsere Strategie. Wir verfolgen hier ganz klar die hybride Strategie. Wir sind davon überzeugt, dass Menschen mit einem bestimmten Vermögen ganz klar den persönlichen Kontakt zu ihrem Berater wollen, den aktiv nachfragen und den aus unserer Sicht auch brauchen. Denn was ein digitaler Anbieter alleine nicht hat, und das hat, finde ich, das letzte Jahr sehr gut gezeigt, unser Job ist es, die Schwankungen an den Kapitalmärkten unseren Kunden zu erklären. Bei den Themen Angst, aber auch Gier, wenn es in besonders guten Phasen vielleicht nicht genug Performance ist, hier die Kunden an die Hand zu nehmen und sie gemeinsam zu begleiten und vielleicht auch mal mit den Kunden eine kontroverse Meinung zu diskutieren. Das ist das, was unsere Rolle ist und was sich nicht verändert hat. Was sich verändert hat, ist natürlich jetzt das Thema Anlageklassen. Wenn Sie in der Vergangenheit über Anleihen vielleicht noch oder sehr gut Inflationsschutz hinbekommen haben, Vermögenssicherung haben erzielen können im Portfolio-Management, dann ist das heute sicherlich so einfach nicht mehr. Und die Beratung von unserer Seite aus geht natürlich schon aktiv in höhere Aktienklassen. Und die Anlageklasse Aktien hat in den letzten 2, 3 Jahren ganz enorm an Bedeutung gewonnen. Anlageklasse ist noch ein gutes Stichwort für vielleicht eine letzte Frage und eine Überleitung zu unserem Themenblock Nummer 3. Ist ja fast so ein bisschen Buzzword, was wir hier auch spielen. Nachhaltigkeit. Hat das eine Bedeutung bei Ihren Kunden, das Thema Nachhaltigkeit? Oder geht es da nach wie vor knallhart an erster Stelle um harte Rendite? Also auch da zweigeteilte Antwort. Wir haben institutionelle Kunden, wo das Thema Nachhaltigkeit schon seit Jahren eine sehr große Rolle spielt und wo wir uns darauf eingestellt haben. Ehrlicherweise in unserem klassischen Kundenklientel auf der Privatkundenseite, ich sage jetzt mal Privatkunden mit 50 Jahren und plus, spielt es ehrlicherweise keine Rolle. Es wird zumindest nicht aktiv nachgefragt. Wir werden ja jetzt von der Regulatorik gezwungen, das Thema in die Gespräche noch intensiver mit einzubringen. Und da merkt man schon, dass es zunehmend Kunden tangiert und dass Kunden darauf anspringen auf dieses Thema. Bei den jüngeren Kunden, 30 plus, da spielt es heute schon eine große Rolle, das Thema Nachhaltigkeit. Aber von daher, von der Privatkundenseite her, kommt es so stark noch nicht, ehrlicherweise. Okay, dann sage ich vielen lieben Dank an Gregor Neuhäuser von der Walser Privatbank. Auch für Sie sehe ich gerade, sind noch ein paar Fragen im Chat und es wäre natürlich schön, wenn Sie da die ein oder andere Antwort noch in die Tastatur hauen könnten. Und dann geht's hier gerne schon weiter mit dem nächsten Danke. Interview und das ist auch live, aber nicht live per Video zugeschaltet, sondern tatsächlich live hier in Köln auf der Bühne. Ich begrüße Achim Stranz, er ist Chief Investment Officer der AXA Investment Managers Deutschland GmbH, bringt über 20 oder über fast 30 Jahre Erfahrung im Bereich Anlagemanagement mit und steht jetzt hier neben mir auf der Bühne. Herzlich willkommen, Herr Stranz. Guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, schön, dass Sie den Weg hier in den ehemaligen Flughafen auf sich genommen haben, aber so weit war es wahrscheinlich für Sie gar nicht. Dann fangen wir auch direkt mit der ersten Frage an. Wie wichtig sind denn ESG-Prozesse für AXA Investment Manager? AXA Investment Managers ist ja, wie der Name schon sagt, der Investment Management Arm der AXA Gruppe. Als Versicherung haben wir es mit Vertrauen zu tun. Von daher ist das extrem langfristige Anlegen, das nachhaltige Anlegen
eigentlich schon bei uns in der DNA implementiert, weil halt die Versicherungsgesellschaften des Konzerns halt eben ihre Gelder auch bei uns investieren. Wir haben das schon vor mehr als 20 Jahren angefangen in der Entwicklung. Also kein aktueller Hype. Ist kein aktueller Hype, es ist aber eine Entwicklung. Es fängt ja erstmal an mit bestimmten Ausschlusskriterien, dass sie bestimmte Investments nicht mehr haben wollen, bis hin dann nachher zum aktiven Einbau in die Investmentprozesse und dann nachher die Spezialnische Impact Investment, wo man dann wirklich Projektfinanzierungen macht, die dann auch einen nachweislichen Sustainability-Einfluss haben sollten. Sie haben es gerade gesagt, so ein Prozess, der sich entwickelt. Wie laufen denn so ESG-Auswahlprozesse bei Ihnen ab? In der Vergangenheit, wie gesagt, ging es sehr stark bei uns, aber auch bei Konkurrenten um Ausschlusskriterien. Es wurden also verschiedene Investments einfach ausgeschlossen aus dem Investmentuniversum und damit hat man schon einen gewissen Twist hinbekommen zur Nachhaltigkeit. Aber seit Jahren jetzt mittlerweile entwickeln sich die Modelle hin in Sustainable Integrated, nicht Embedded. Integrated heißt, es ist im Anlageprozess implementiert, dass dort ein Nachhaltigkeitsziel verfolgt wird. In unserem Fall durch eine komplexe Zusammenarbeit zwischen einem eigenen Research-Team, die dezidiert nur Nachhaltigkeitskriterien verfolgen, und einer breiten Datenbank, die das Ganze quantitativ unterstützt. Ist etwas komplex, aber wir gehen davon aus, in allen unseren Anlageprodukten und 90% unserer Anlagen haben mittlerweile auch ein Sustainability-Klassifizierung Article 8 oder besser. Wir gehen davon aus, dass ob Aktien, Renten, gemischte Fonds oder Portfolien jeweils ein ESG-Score, das wird mathematisch errechnet auch, erreicht wird, der besser ist als das jeweilige Vergleichsuniversum und der sich darüber hinaus auch noch Jahr für Jahr verbessert. Also das ist dann schon eine gewisse Herausforderung in sich selbst, aber bislang ist es uns gelungen. Jetzt haben Sie gesagt, ja, das Thema ist nicht neu bei Ihnen. Jetzt kommt der Gesetzgeber ja dazu, der Unternehmen verstärkt auch dazu auffordert, sich diesem Thema anzunehmen. Wir haben die Future for Friday-Bewegung und so weiter und so fort. Das ist ja ein Thema, was tatsächlich gerade gehypt wird. Ist denn das jetzt mal unter alten Hasen der Investmentszene auch ein ernstzunehmendes Anlagegut oder werden hier nur sozusagen das gute Gewissen befriedigt? Ich hatte ja auch gerade schon die Frage nach. Ja. Also ich habe dem Vorredner interessiert zugehört. Also den Widerspruch zwischen Performance und Anlageerfolg und der Nachhaltigkeit ist eigentlich nicht zu sehen. Okay. Denn Sie sehen ja, die Kapitalmärkte haben ja im Wesentlichen die Funktion, die Wirtschaft zu finanzieren. Den notwendigen Umbau der Wirtschaft, egal ob über Fremdfinanzierung oder Eigenkapitalfinanzierung, kann nur über die Kapitalmärkte laufen. Das heißt, ich habe auf der einen Seite die Nachfrage nach Kapital, die bedient werden muss. Und die Nachfrage nach Kapital kommt sehr, sehr stark momentan aus dieser technologischen Umbauecke. Wenn ich jetzt das Ganze jetzt mal auf Fixed-Income-Investments fokussiere, dann ist das in der Tat ein etwas neueres Segment. Auf der Aktienseite Eigenkapitalfinanzierung war es schon länger, auf der Fixed-Income-Seite aber reden wir momentan von einem Marktsegment der sogenannten Green Bonds, die jetzt vermutlich per jetzt schon 1.000 Milliarden Euro Kapitalanlagevolumen umfassen. Die Emissionstätigkeit in den ersten Monaten war schon knapp an die 200 Milliarden Euro. Das heißt, es ist ein sehr, sehr stark wachsendes Segment und absolut attraktiv auch für den Anleger. Perfekt. Das waren meine drei Fragen an Sie, Herr Stranz. Vielen lieben Dank, dass Sie den Weg hier auf die Bühne von Banking Club Live gefunden haben. Jetzt aktuell sehe ich jetzt noch keine Frage, kann aber noch passieren. Vielleicht bleiben Sie ein paar Minuten noch, um die eine oder andere Frage mit meinem Kollegen aus der Redaktion noch zu beantworten. So, danke Ihnen. Tschüss. Jetzt geht es erstmal weiter zu Stefan Bongwald. Er ist Jobs, die es vor 30 Jahren wahrscheinlich noch gar nicht gab, Nachhaltigkeitsbeauftragter bei der Barmenia. Wir sind ja immer noch im Blog oder wir gehen jetzt in den Blog Nachhaltigkeit über. Da ist natürlich der perfekte Start, mit einem Nachhaltigkeitsbeauftragten anzufangen. Und auch mit ihm haben wir ein kleines Interview vorbereitet. Herr Bongwald, nee, einen kleinen Vortrag. Sie haben einen Vortrag. Sorry, jetzt war ich ein bisschen raus. Genau, von Ihnen kommt ein kleiner Vortrag. Herr Bongwald, Ihre Zeit. Vielen Dank, Herr Hahn. Ja, ich habe gemerkt bei den ganzen Bankern und die Einladung vom Banking Club natürlich, dass ich hier ein bisschen aus der Art schlage als Vertreter einer Versicherung, nämlich der Barmenia Versicherungen. Wir sitzen in Wuppertal.
sind 3.800 Mann und Frau stark und wir kümmern uns seit vielen Jahren schon um die Nachhaltigkeit. Ja, Nachhaltigkeitsbeauftragter bin ich seit 2012, bin aber gelernter Versicherungskaufmann, bin BWLer studierter. Auch da kann man dieses Thema nicht mehr allein in die ökologische Schiene schieben. Und ich war natürlich froh, dass einzelne meiner Vorredner auch schon auf dieses Thema eingegangen ist. Ja, Herrn Balz von der Bundesbank hätte ich natürlich auch gerne zum Thema Nachhaltigkeit gehört, weil auch die Deutsche Bundesbank erfasst hat, beziehungsweise diese Themen unwahrscheinlich nach vorne treibt. Klar, weil das ist mittlerweile auch regulatorisches Thema, wie wir eben auch gehört haben. So Schlagworte wie Transparenzverordnung oder EU-Taxonomie, die haben Sie sicherlich alle schon gehört. Und wir haben eben auch in dem Vortrag von dem Herrn Neuhauser gehört, dass es natürlich auch verstärkt in die Beratung aufgenommen werden muss, weil einfach die regulatorischen Vorgaben das so vorsehen. Ja, nachhaltig aus Überzeugung habe ich meinen Vortrag deshalb so genannt, weil wir schon seit über 2 Jahrzehnten in diesem Themenfeld unterwegs sind. Man muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns angeschaut, welches waren die ersten Maßnahmen, die wir da ergriffen haben. Das war im Produktbereich, da wir unterwegs waren, in der Krankenvollversicherung, wo wir was etabliert haben, nämlich die Alterungsrückstellung des Tarifes vollständig in ökologische Fonds investiert haben und gleichzeitig unseren Nachhaltigkeitsbeirat installiert haben. Damals war der Vorläufer noch ein Produktbeirat. Und worum geht es insgesamt bei dieser Thematik? Wir haben eben die Frage gehört nach Rendite und Nachhaltigkeit. Und wir haben gehört, dass es zusammengeht. Also vor Jahren hieß es noch, ja, Rendite, das ist ja zulasten der Rendite, wenn ich jetzt nachhaltig sein möchte. Und das ist überhaupt nicht mehr so. Wir haben es eben von den Bankern gehört und die Versicherungsleute können das nur bestätigen. Unsere eigenen Erfahrungen aus der Kapitalanlage oder in der Fondsanlage sprechen dafür, dass die Themen sehr, sehr gut zusammenpassen und man merkt das auch in der Entwicklung insgesamt. Ja, das Thema, darum habe ich jetzt auch diesen Vortrag dabei. Ich habe gesagt, lass Bilder sprechen, weil worum geht es dabei? Sie sehen das Mädel, was mir hier über die Schulter guckt. Und sie guckt natürlich genau hin, was wir machen, was wir treiben auf unserer Welt, mit unserer Welt. Ich hätte in diesem Vortrag auch Schockbilder nehmen können. Sie wissen, das Gletschereis, das schmilzt, wir haben unwahrscheinlich viel Plastik in den Meeren und um diese Themen geht es. Und es geht natürlich auch, nicht auf dem Nachhaltigkeitswissen sitzen zu bleiben, sondern diese Themen gemeinsam voranzutreiben. Die EU sieht in dem Finanzdienstleistungssektor natürlich einen sehr, sehr starken Player, deswegen natürlich auch die Regulatorik, wo man ganz bewusst und transparent aufzeigen muss, wie man nachhaltig agiert oder was man nicht tut. Es gibt keine Vorgaben, dass man nachhaltig sein muss, aber es ist der bessere Weg, weil die Kunden fragen nach. Wir haben eben gehört, die jüngere Zielgruppe sowieso schon, die älteren auch. Vielen ist aber gar nicht bewusst, auch im Bankensektor, dass Nachhaltigkeit auch bei den Finanzen stark Einzug gehalten hat und man muss die Leute aktiv darauf ansprechen. Es ist ein sehr, sehr positiv besetztes Thema, weil wenn ich Ihnen die Frage stelle, Sie möchten eine Fondsanlage tätigen, möchten Sie nachhaltig investieren? Gut, Umkehrschluss, unnachhaltig. Gibt es überhaupt unnachhaltige Fonds? Kann ich auch die Frage stellen. Das ist genau die Frage, die man auf den Weg geben kann. Also es ist ganz klar unsere Aufgabe, gemeinsam die nachfolgenden Generationen zu schützen. Sie sehen hier den Handshake auch auf dem Titelbild. Und ich denke, dieses Thema müssen wir gemeinsam vorantreiben. Klicke ich noch. Das vielleicht weitergeklickt wird. Der Bankbauer Vorstand. Noch eine zurück, bitte. Steht auch unser Vorstand und das ist natürlich wichtig. Also man kann in Unternehmen nicht einen Umweltbeauftragten oder einen Nachhaltigkeitsbeauftragten hinsetzen und sagen, so, du kümmerst dich jetzt alleine um die Themen. Das ist auch so, wenn ich von den Journalisten angesprochen werde und die fragen, wie groß ist denn Ihr Team? Dann sage ich, mein Team ist 3.800 Leute stark, weil natürlich Nachhaltigkeit im Unternehmen eine sehr hohe Durchdringung erfahren muss. Sie können nicht den allerletzten mitnehmen, das ist klar, auch bei diesen Themen nicht, aber zumindest die Bereiche, die dahingehend was bewegen können, die müssen wissen, was die Themen beinhalten und die Themen in ihren Bereichen umsetzen können. Und bei uns war es Vorstandswunsch, war es Vorstandsauftrag vor über 20 Jahren, sich mehr in dieser Thematik auch zu bewegen und das aus der Unternehmensverantwortung auch zu entwickeln.
Das ist kein Thema bei uns der Regulatorik gewesen. Das kommt jetzt obendrauf und wir haben natürlich da auch noch Hausaufgaben zu machen, weil diese Vorgaben, wie sie jetzt sind, kannte man natürlich nicht vor 20 Jahren. Aber das gilt es natürlich zu bewegen und wir, die Barmenia Versicherung, fangen nicht bei Null an. Wir haben Nachhaltigkeitstage durchgeführt, um einfach auch dieses Wissen in die Belegschaft zu tragen, weil auch wenn Sie Gebäude haben, ein sehr energieeffizientes Gebäudemanagement vorangetrieben haben, heißt es natürlich noch nicht, dass Sie Mitarbeiter auch wissen und viel was sich dahinter verbirgt. Und natürlich auch, wenn Sie die Kapitalanlage bewegen, auch da gibt es natürlich Fragen, die man stellen kann, die wir auf diesen Nachhaltigkeitstagen insgesamt auch gespielt haben. Und das ging natürlich über Themen auch des Betriebsrestaurants, sodass man dieses Wissen auch mit nach Hause getragen hat. Wir haben die 5 Jahre durchgeführt, haben dann wieder thematische andere Schwerpunkte gesetzt, nämlich Gesundheit als sehr, sehr wichtiges Thema erachtet. Und darum geht es natürlich auch. Was sieht man auf dieser Folie? Also wir sind ein Altspartenversicherer, also Privatkundengeschäft von der Krankenversicherung, Lebensversicherung, Sachversicherung, aber auch Geschäftskunden im Bereich der betrieblichen Krankenversicherung und auch der betrieblichen Altersvorsorge. Die Dachgesellschaften sind Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und unsere Kunden sind automatisch Mitglieder. Sie sehen hier unseren Nachhaltigkeitsbeirat, den wir schon seit vielen Jahren, ich habe eben gesagt, seit auch über 20 Jahren mittlerweile. Wir haben bei unserer gesamten Kapitalanlage die Principles for Responsible Investment gezeichnet. Wir waren einer der ersten Versicherer in Deutschland, nämlich 2014 schon, und haben das Ganze mit Ausschlusskriterien für Staaten und Unternehmen flankiert. Also da die klassischen Ausschlüsse bei Verstößen gegen Umweltrechte und Menschenrechte. Die Berater, das sehen Sie hier hinter GDV, die Sozialschutzfunktion, bekommen natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle auch dabei zu, weil ohne Berater kriegen Sie Nachhaltigkeit nicht in die Köpfe der Menschen. Das soll es auch gewesen sein, weil die Zeit ist rum. Und wenn noch Fragen gestellt wurden, dann gerne. Und wenn auch im Nachgang Fragen sind, können Sie mich sehr, sehr gerne ansprechen. Und Herr Hahn? Ich sehe noch zwei, drei Fragen im Chat. Mal gucken, das hängt jetzt ein bisschen mit der Performance Ihrer Antwortgeschwindigkeit ab, wie viel wir davon noch durchkriegen. Aber ein, zwei schaffen wir vielleicht. Die erste könnten Sie ja mit einer Prozentzahl beantworten. Wie viel Prozent hat denn die Barmenia mittlerweile im Bereich Nachhaltigkeit angelegt? Also es ist so, dass wir die Ausschlusskriterien natürlich sehr rigoros anwenden. Wir haben Ausschlusskriterien oder halt nicht. Man investiert oder man investiert nicht. Die liegen dabei über 90%. Wir unterscheiden immer zwischen dem Konzern und der Lebensversicherung. Was wir nicht drin haben, weil die Konzepte sind natürlich schwierig zu realisieren, ist halt die Assetklasse der Immobilien, Hypothekendarlehen und so weiter. Aber auch da haben wir uns ein Konzept überlegt, wie wir es in die Anwendung bekommen, weil da können Sie die normalen Ausschlusskriterien nicht anwenden. Und das ist noch eine Herausforderung, aber insgesamt für die Branche und sicherlich auch für die Bankenbranche. Und wie tragen Sie diesen Nachhaltigkeitsgedanken Richtung Kunde? Das läuft in erster Linie über die Beratung. Wir haben natürlich insgesamt eine Transparenz, was eine Internetseite angeht. Wir haben www.nachhaltige.versicherung als eigenständige Internetadresse für unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten. Aber in erster Linie natürlich über die Berater, die diese Themen nach draußen tragen. Die Unternehmensthemen spielen in der Außenwirkung, gerade in der Beraterrolle, eine sekundäre Rolle. Da geht es natürlich um die Produktthemen in erster Linie. Wir haben ökologische und soziale Kriterien überall auch integriert. Seit über 10 Jahren haben wir auch schon Nachhaltigkeitsfonds im Angebot. Jetzt diese neue Klassifizierung nach der Transparenzverordnung haben wir 20 Nachhaltigkeitsfonds im Portfolio, die wir natürlich dann auch Richtung Kunden dann auch anbieten können. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank. Vielleicht gucken Sie auch selber noch mal im Chat nach, ob da noch die ein oder andere Frage jetzt nachläuft. Und zum Thema Exot, ich sehe Sie gar nicht so sehr als Exoten. Natürlich ist der Banking Club Banking, aber aktuell fahren wir ein großes Thema, auch ein Buzzword, nämlich Neudeutsch Bank Insurance oder Bank Assurance. Wir sind gerade dabei, eine große Studie mit den Versicherungsforen Leipzig zu erstellen. Die wird im Juni vorgestellt erstmals. Und haben da Endkunden befragt, Vorstände befragt, spannende Antworten. Ich kenne viele davon schon. Also auch das Thema Bank Insurance wächst so langsam tatsächlich in der Branche wieder hoch. Und wir mögen auch Versicherer. Also vielen lieben Dank für Ihren Beitrag. Das glaube ich auch, das weiß ich auch. Bombal. Danke, Arne. Viel Spaß. Danke Ihnen. Super, dann machen wir weiter mit Ursula Finsterwald. Sie ist Head of Group Sustainable Management bei der LGT und dort verantwortlich für das Nachhaltigkeitsmanagement.
Management. Und auch Sie habe ich jetzt im Interview live hier zugeschaltet. Sie feiern dieses Jahr, wir kommen alle zur großen Party, 100 Jahre LGT. Was hat sich denn seit der Gründung rund um das Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen verändert? Ja, guten Tag erstmal, Herr Hahn, und herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich natürlich auch, dass ich hier sein darf oder jetzt eben virtuell hier sein darf. Wir feiern das 100-jährige Jubiläum der LGT dieses Jahr. Unsere Eigentümerin, die fürstliche Familie von Liechtenstein, die denkt und handelt ja in Generationen. Die Familie, die existiert seit mehr als 900 Jahren und hat natürlich auch das eine oder andere mittlerweile erlebt. Und Nachhaltigkeit und auch Langfristigkeit waren und sind dabei Werte, die eigentlich seit jeher eine Rolle gespielt haben in der Familie und dadurch natürlich auch, oder haben dadurch natürlich auch die Werte und die Kultur der LGT geprägt und prägen sie weiterhin. Jetzt wissen wir haben ein bisschen gestalkt, dass Sie bei der LGT eine Nachhaltigkeitsstrategie haben, nämlich mit einem Ziel bis 2025. Wo stehen Sie da aktuell? Ja, also im Moment stehen wir natürlich mitten in der Umsetzung der Strategie. Bei einigen Themen möchten wir noch ambitiösere Ziele festlegen, so beispielsweise beim Angebot an nachhaltigen Anlagemöglichkeiten für unsere Kunden. Meine Vorredner haben es schon genannt, die Regulation hat uns teilweise etwas überfahren fast. Das ist aber auch gut, so denken wir. Und deswegen möchten wir hier wirklich noch ambitiöser werden auf dieser Seite. Zudem haben wir oder werden wir in Bälde auch eine ambitionierte Klimastrategie publizieren können. Und bei anderen Themen stehen wir noch etwas am Anfang, würde ich sagen. Beispielsweise beim Thema Diversität, insbesondere beim Anteil Frauen in Führungspositionen. Hier haben wir sicher Nachholbedarf, aber ich glaube, da stehen wir nicht alleine da in der Finanzindustrie. Es ist teilweise auch nicht so einfach. Ja, das scheint wohl so. Da stehen Sie garantiert nicht alleine da. Wenn man sich da die Zahlen anguckt, ist es eher erschreckend. Jetzt hat Nachhaltigkeit ja extrem viele Facetten. Wir hatten heute im Start dieser Veranstaltung schon das Thema Wealth Management, haben viel über Nachhaltigkeit an der Kundenschnittstelle nachgedacht, über Anlageprodukte etc. Aber was oftmals vergessen wird, ist Nachhaltigkeit in den Köpfen der Mitarbeiter. Weil wenn das Unternehmen, wenn alle Mitarbeiter nicht nachhaltig denken, dann wird das wahrscheinlich auch nicht richtig funktionieren. Wie schaffen Sie es, dieses wichtige Thema in die Köpfe der Mitarbeiter reinzubringen? Das ist ein ständiges Thema natürlich. Es ist nicht ganz einfach. Ich glaube, man muss immer permanent dranbleiben. Ich glaube, das ist ein wichtiges Element und auch denke ich, dass vor allem, dass es von oben herabkommen muss, wirklich vom Eigentümer. Da haben wir sicher auch einen Vorteil gegenüber beispielsweise börsenkotierten Unternehmen. Wenn wir aber schauen, was wir machen, ist sicher Schulungen, immer wieder Schulungen machen, nicht nur für die Frontmitarbeitenden, sondern für alle Mitarbeitenden. Wir möchten auch unsere Mitarbeitenden aktiv involvieren ins Thema. Bei den Schulungen ist es so, dass jeder neue Mitarbeitende ein Web-based Training absolvieren muss zum Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Investieren. Wir bieten aber auch physische Workshops und Schulungen an, damit unsere Kundenberater, insbesondere hier die Kunden, kompetent beraten können. Weiter kommunizieren wir regelmäßig über unsere Fortschritte im Intranet, also im internen Netz, aber auch über das Mitarbeitermagazin oder andere Kanäle. Und wie ich schon gesagt habe, wir möchten natürlich unsere Mitarbeitenden aktiv involvieren und sensibilisieren. Auch wir führen Nachhaltigkeitstage durch, wie auch mein Vorredner gesagt hat. Und vor allem die jungen Mitarbeitenden möchten wir noch aktiver mitnehmen. Die Lernenden speziell in diesem Beispiel, die können ihr eigenes Nachhaltigkeitsprojekt entwickeln und intern auch umsetzen. So haben beispielsweise zwei Lernende letztes Jahr im Mitarbeiterrestaurant selbstständig einen veganen Tag geplant und durchgeführt. Und das kommt, glaube ich, auch wieder sehr gut an bei den anderen Mitarbeitenden, weil es eben nicht vom Nachhaltigkeitsmanagement kommt. Perfekt. Bereits 2007 wurde die LGT Venture Philanthropy Foundation auf Initiative von Prinz Max
von und zu Liechtenstein gegründet. Wofür setzt sich diese Stiftung ein und welche Erfolge können Sie hier bereits verzeichnen? Also LGT Venture Philanthropy wurde mit der Mission gegründet, die Lebensqualität benachteiligter Menschen zu verbessern, zu gesunden Ökosystemen beizutragen und widerstandsfähige Gemeinschaften aufzubauen, insbesondere in Afrika und in Indien. Das sind so die beiden Fokusregionen. LGT Venture Philanthropy skaliert auch innovative Organisationen und Unternehmen und bietet nicht nur Kapital, Möglichkeiten an, sondern eben auch Zugang zu professionellen Fähigkeiten, Management-Know-how, indem man teilweise auch eigentlich im Verwaltungsrat Einsitz nimmt oder sie sonst unterstützt, und sie bietet auch strategische Beratung an, dass die Businesspläne, die ausgearbeitet wurden, wirklich erreicht werden. Die Stiftung ist in den Bereichen Bildung, Gesundheit sowie Umweltschutz tätig. Und durch das Engagement trägt LGT Venture Philanthropy auch direkt zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der UNO bei. Achtung, rhetorische Frage. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Finanzkrise damals, 2008, war auch eine Vertrauenskrise in Banken. Inwieweit steht denn die Finanzbranche in der Verantwortung, einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft zu leisten? Und wie weit sind wir da als in Anführungsstrichen Finanzbranche aus Ihrer Sicht? Also ich denke und ich bin der Meinung, dass die Finanzbranche einen wichtigen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leisten kann und muss. Sie steht in der Verantwortung. Das sehen wir ja auch an der Regulierung, die jetzt gekommen ist. Das wurde auch schon erwähnt, die Transparenzverordnung, die Taxonomie. Also man wird hier auch in die Pflicht genommen. Ich glaube, das ist auch gut so, dass wir wirklich unsere Ziele erreichen, die gesetzt wurden. Ich glaube, wir müssen noch mehr tun. Ich glaube, es liegt aber nicht nur an der Finanzindustrie, sondern auch die Realwirtschaft muss und spielt eine zentrale Rolle. Denn wenn die Realwirtschaft die Art, wie sie Produkte herstellt und die Produkte selber nicht nachhaltiger herstellt, dann wird sich trotzdem nicht viel ändern. Auch wenn die Finanzindustrie natürlich in der Pflicht ist. Aber ich glaube auch, das dürfen wir nicht vergessen. Und zum Schluss ist natürlich jeder Einzelne auch verantwortlich oder kann seinen Beitrag leisten. Ja, perfekt. Dann sage ich vielen lieben Dank an Ursula Finsterwald für ihre Antworten. Ich sehe, wir sind hart in der Zeit gerade. Ich sehe einige Fragen noch von unseren Zuschauern im Chat. Und auch Sie würde ich bitten, die ein oder andere Frage hier noch im Chat in der Tastatur zu beantworten, statt hier live. Mhm. Vielen lieben Dank für Ihre Antworten. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Berenike Wiener. Sie ist Direktorin für Strategie und Head of Sustainable Relations bei der Evangelischen Bank AG. Und das Interview folgt jetzt. Als Nachhaltigkeitsbank haben wir Nachhaltigkeitsaspekte in unser Geschäftsmodell eigentlich schon seit Beginn an verankert. Also in unserer Gründungsurkunde ist das Leitbild Pioniere der Nachhaltigkeit schon mit aufgeführt. Die Evangelische Bank ist ein genossenschaftlich organisiertes Kreditinstitut und gleichzeitig auch die nachhaltig führende Spezialbank für Kunden aus der Kirche, der Diakonie, Gesundheits- und Sozialwirtschaft sowie für alle Privatkunden mit einer christlichen Wertorientierung, also offen für alle. Mit einer Bilanzsumme von 8,4 Milliarden Euro ist die Evangelische Bank die größte Kirchenbank und zählt zu den größten genossenschaftlichen Instituten in Deutschland. Innerhalb der Evangelischen Bankgruppe spielt auch unsere Tochtergesellschaft, die EBSIM, die EB Sustainable Investment Management GmbH, eine besondere Rolle, weil sie die Kapitalanlagen zu 100% nachhaltig bewirtschaftet. Also nach den Kriterien E, S und G und darüber hinaus auch noch orientierend an den Sustainable Development Goals.
die Frage, so, was mache ich als Direktorin bei der Evangelischen Bank? Also ich selbst verantworte die Weiterentwicklung sowie die operative Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie in der Evangelischen Bankgruppe. Wir sind über 500 Mitarbeiter und mehrere Tochtergesellschaften. Also ein komplexes Gebilde, wo eine Strategie eben konsistent auch implementiert gehört. Dazu gehört die kontinuierliche Auseinandersetzung mit Fragen der Nachhaltigkeit im gesamten Geschäftsbetrieb, genauso aber auch wie das Thema der Wirkungs- und Risikomessung. Unser Nachhaltigkeitsmanagement ist umfassend und integral. Also nachhaltige Aspekte werden in vielen Bereichen und auch bei Entscheidungen ganz aktiv mit einbezogen. Trotzdem gibt es auch für die Evangelische Bank immer wieder neue Projekte, mit denen wir unseren Managementansatz weiterentwickeln. Ein paar Beispiele. Wir haben im Jahr 2020, genauer im letzten September 2020, eine Klimastrategie verabschiedet. Mit der Klimastrategie wird eine gruppenweite Zielsetzung und auch das Bekenntnis zu dem 1,5-Grad-Ziel entsprechend des Pariser Klimaabkommens manifestiert. Als ein erster früher Baustein der Klimastrategie ist vor allem die Unterzeichnung der Klimaselbstverpflichtung des deutschen Finanzsektors anzusehen. Und so berichten wir immer wieder über die Fortschritte der Klimastrategie, die mit 40 Maßnahmen hinterlegt ist. Die zweite bedeutende Maßnahme für die Evangelische Bankgruppe ist die Engagement-Strategie. Die Evangelische Bankgruppe hat 2019 eine eigene Engagement-Strategie verabschiedet. Und in dieser Strategie wird der Prozess festgelegt, wie und auch zu welchen nachhaltigkeitsrelevanten Anlässen wir eben sehr aktiv in den Dialog mit Unternehmen eintreten, in die wir investiert sind, beziehungsweise wir auch investieren wollen. Wir sehen als Adressaten unserer Engagement-Strategie auch Verbände oder Anbieter von Fondsprodukten an. Also wir gehen in den Dialog mit unseren verschiedenen Stakeholdern und versuchen in diesem Dialog die große Transformation mit voranzuführen. Gerne führe ich aber auch ein Beispiel aus, wie wir gemeinsam mit dem AKI, das ist der Arbeitskreis kirchlicher Investoren, das Thema Verantwortung auch in die Lieferkette fokussieren. Wir adressieren die Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltstandards entlang der Lieferkette bei Herstellern und Zulieferern, zum Beispiel der Automobilindustrie. Vor etwa 2 Wochen haben wir unseren ersten TCFD-Bericht veröffentlicht und mit diesem dokumentieren wir wie weit wir bei der Umsetzung unserer Klimastrategie vorangeschritten sind. Zum anderen zeigen wir aber auch auf, welche klimabezogenen Schritte wir als nächstes gehen wollen. Zum Beispiel nehmen wir uns das Thema Messung und auch Analyse von Risiken, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel bestehen, vor. Leider ist aktuell auch die Datenbasis noch nicht in allen Bereichen ausreichend vorhanden. Deshalb arbeiten wir hier im Rahmen von einem Pilotprojekt und arbeiten intensiv an der Datenbasis. Darüber hinaus wollen wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette unseren CO2-Fußabdruck reduzieren und vor allem insbesondere in der Kapitalanlage und bei den Finanzierungen haben wir eben verschiedene Handlungsfelder identifiziert, um immer wieder auf das 1,5-Grad-Ziel systematisch das anzupassen und auch zu erreichen. Ich sehe unsere gesamte Branche in einer gesellschaftlichen Gesamtverantwortung. Den Klimawandel und auch den Umgang mit den Folgen daraus kann nicht einer alleine bewältigen. Dafür bedarf es sehr, sehr viele Mitstreiter. Die Finanzbranche kann ganz wesentlich zu dieser notwendigen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit auch beitragen. Und hier wünsche ich mir, dass viele Unternehmen der Finanzindustrie ihren Gestaltungswillen zeigen und die notwendigen zukunftsorientierten Impulse zeigen. Gleichzeitig zählt aber auch die Regulierung mittlerweile zu einem gewissen Treiber für die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit. Gerade auf der europäischen Ebene wird das Ziel ganz klar formuliert, dass privates Kapital für nachhaltige Investitionen mobilisiert werden soll. Und auch in der Umsetzung führt es zunächst zu mehr Transparenz bei allen Finanzakteuren.
damit sie sich sozusagen mit den Kunden, Investoren, Stakeholdern ein Bild von dem Finanzunternehmen und vor allem mit dem Umgang der Nachhaltigkeit machen können. Und diese zunehmende Sensibilisierung, die für eben ökologische, soziale Themen, wird auch dazu führen, dass Finanzunternehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung sehr viel stärker wahrnehmen. Ja, dann sagen wir vielen Dank an Benerike Wiener von der Evangelischen Bank, und Sie werden es gemerkt haben, auch dieses Interview haben wir aus Termingründen im Vorfeld aufgezeichnet. Jetzt haben wir noch ein letztes Interview in diesem Blog Nachhaltigkeit und ein letztes Interview unserer heutigen Sendung Banking Club Live. Es geht nach Berlin zu Christian Achilles. Er ist Sparkassenkaufmann, er ist Volljurist, er hat seine kommunikative Karriere als persönlicher Referent der Bundestagspräsidentin Professor Dr. Rita Süssmuth begonnen und ist beständiger Leiter Unternehmenskommunikation beim Sparkassenverband, denn er ist immer noch da und 4 Präsidenten hat er mittlerweile erlebt oder überlebt, wie man das auch immer sagen möchte. Ja, vielen lieben Dank, dass Sie hier als Interviewpartner noch zu diesem Themenblock zur Verfügung stehen. Wir haben vor der Corona-Krise ja einen riesen Hype gehabt rund um dieses Thema Nachhaltigkeit. Jugendliche, Schüler sind freitags auf die Straße gegangen, jetzt kam Corona. Ist das Thema Nachhaltigkeit in den letzten Monaten ein wenig in Vergessenheit geraten, Herr Achilles? Okay, jetzt höre ich gerade aus der Regie, dass wir keinen Ton haben. Wir haben das die ganze Zeit versucht, haben das versucht noch zu lösen, das Problem, kriegen wir aber leider nicht hin. Das ist live, meine Damen und Herren, das kann man leider nicht 100% vermeiden. Wir haben an der Lösung gearbeitet, aber... Sorry, man hört mich nicht. Jetzt hören wir Sie. Oh, das ist toll. Ich glaube, heute ist versteckte Kamera. Also sorry für alle Probleme, die ich bereitet habe, aber ich weiß nicht, warum ich das getan haben soll. Egal, jedenfalls kam kein Bild und dann kein Ton. Aber Wahnsinn, ich bin da. Ich wollte gerade schon abmoderieren, Herr Achilles. Aber wir haben gar keine, also hier stehen 2 Kameras vor der Bühne, also die sind definitiv nicht versteckt. Herr Hahn, immer wenn man glaubt, man kann abmoderieren, dann kommen die Sparkassen. Ja, haben Sie meine Frage denn noch mitgekriegt, meine Einstiegsfrage? Ja, ich habe sie bestens gehört, ja. Ah, okay. Also Nachhaltigkeit ist mit Fridays for Future nicht in den Hintergrund getreten, ganz im Gegenteil. Also wir merken da ein zunehmendes Interesse bei den Kunden in der Anlageberatung. Es haben sich allein die Nachhaltigkeitsinvestments von 2019 auf 2020 bei den Sparkassen Richtung Deka verdoppelt. Und inzwischen sind 90% der Anlageprodukte der Deka nachhaltig. Also das ist ein Trend, aber der stark steigende Wachstumsraten aufweist. Aber wir sehen natürlich auch, dass bis das die Breite der Bevölkerung erreicht hat, wird das sicherlich mehrere Jahre dauern. Aber dieser Trend ist absolut nicht aufzuhalten. Wir haben ein Urteil aus Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht. Wir haben Wahlkampf und alle Parteien bemühen sich, das Thema Nachhaltigkeit auch in ihren Wahlkampf zu integrieren. Sie hatten Deka gerade schon genannt. Welche Bedeutung hat denn bei den Primärsparkassen das Thema Nachhaltigkeit aus Ihrer Sicht? Also ich glaube, wir müssen erstmal die Gesamtdimension der Nachhaltigkeit erfassen. Wir haben ja sozusagen eine Gründungsgeschichte der sozialen Nachhaltigkeit, Teilhabegesellschaft. Wir haben, denke ich, in 250 Jahren unter Beweis gestellt, dass wir ökonomisch nachhaltig sind. Und jetzt ist die ökologische Nachhaltigkeit natürlich das zentrale Thema. Und da geht es im Kern um 3 Dinge. Es geht darum, die Einlagen der Kunden, wir stehen ja über 30% der Kundeneinlagen in Deutschland, tatsächlich in nachhaltige Investments zu lenken. Dazu haben wir jetzt in jede Beratung Nachhaltigkeitsthematiken standardmäßig integriert. Ganz wichtiges Thema, glaube ich. Das zweite Thema ist, wir stehen mit den Landesbanken zusammen für über 40% der Unternehmensfinanzierung in Deutschland. Das heißt,
Die ganzen Klimaziele werden nur erreichbar sein, wenn diese Kundenklientel, die gewerbliche Kundenklientel, sich wirklich umstellt, also eine ökologische Transformation. Das ist ein riesiges Investmentthema auch. Und das dritte Thema ist natürlich, selbst im eigenen Geschäftsbetrieb klimaneutral zu sein. Die Sparkasse Finanzgruppe hat über 10.000 Betriebsstätten in Deutschland. Das ist also durchaus ein relevantes Thema. Und da haben wir vor, bis 2035 tatsächlich CO2-neutral zu sein. Das sind sozusagen die drei großen Felder, alles drei wirklich Mega-Aufgaben. Jetzt haben Sie 50% Marktabdeckung im Privatkundenbereich, 75% Marktabdeckung, ungefähr Kontakte zu Unternehmenskunden. Haben Sie denn mit dieser Reichweite in die Unternehmen Deutschlands hinein auch eine gewisse Möglichkeit, das Thema Nachhaltigkeit in die Wirtschaft und in die Gesellschaft zu tragen? Absolut. Also ich glaube, wenn das Thema Nachhaltigkeit eines von kleinen Zirkeln ist, wird Deutschland ja nicht die Klimaziele erreichen, sondern wir müssen die Breite der Bevölkerung erreichen. Das ist eigentlich die Zielsetzung und die Breite der Unternehmen. Und deswegen ist es eben so wichtig, standardmäßig in jeder Beratung das Thema Nachhaltigkeit anzusprechen. Natürlich entscheiden die Anleger selbst, ist keine Frage. Aber in vielen Fällen in der Vergangenheit scheiterte es ja daran, dass sie gar nicht aktiv darauf angesprochen worden sind. Also das ist jetzt eingerichtet. Und bei den Unternehmen ist es allerdings durchaus noch eine schwierige Aufgabe. Ein Drittel etwa der mittelständischen Unternehmen in Deutschland hat sich mit dem Thema Nachhaltigkeit aktiv beschäftigt für sich selbst. Die anderen bekommen aber jetzt natürlich über die regulatorischen und über die Berichtspflichten auch diese Notwendigkeit. Und das ist im Moment ein großes Transformationsthema und damit auch ein Riesenthema in der Beratung der Sparkassen. Jetzt ist Ihre Firmenfarbe, und da legen Sie ja auch viel Wert drauf, rot und nicht grün. Vielleicht überlagert das Rot das Grün auch ein wenig. Liege ich falsch, wenn ich sage, dass man das Gefühl hat, dass die Sparkassen relativ spät auf diesen Nachhaltigkeitszug aufgefahren sind? Naja, was die ökologische Nachhaltigkeit betrifft, mag das vielleicht so sein. Was die soziale Nachhaltigkeit betrifft, nicht. Also da würde ich sagen, sind wir seit 250 Jahren schon unterwegs. Und deswegen ist vielleicht die Farbe Rot auch gar nicht so ganz verkehrt an dieser Stelle. Aber Sie haben recht, im ökologischen Bereich sind wir wie die, also wir sind ein Spiegelbild Deutschlands, kann man sagen. Und Deutschland war ja insgesamt lange Zeit doch zurückhaltend. Das hat sich jetzt deutlich geändert. Das wird sich durch nicht zuletzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und vielleicht auch eine neue Bundesregierung nochmal massiv verändern. Und das spiegelt sich absolut auch in der Geschäftstätigkeit unserer Institute. Oder ich will es mal positiv sagen, also ohne die Sparkassen wird eine ökologische Wende in Deutschland nicht möglich sein. Und dessen sind wir uns bewusst und diese Aufgabe nehmen wir wahr. Und wieso hat sich die Sparkassengruppe im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit bisher so schwer getan? Naja, es ist gar nicht die Frage, ob wir uns schwer tun, sondern wir sind ja irgendwie ein Spiegelbild unserer Kundschaft. Das heißt, wir machen das, was unsere Kunden für richtig halten. Natürlich ist unsere Aufgabe, aktiv etwas anzubieten, aber es muss auch ein breites gesellschaftliches Bewusstsein für so etwas da sein. Sonst haben sie keine Chance, das Kunden bei der Anlageentscheidung nahezubringen oder auch mittelständischen Unternehmen nahezubringen, die natürlich jetzt auch erst einmal investieren müssen, um diese ökologische Transformation hinzubekommen. Und wir finden es zum Beispiel total richtig, die Kosten des Umweltverbrauchs, also Stichwort CO2-Preis, zu internalisieren ins System, sodass es eigentlich eine normale ökonomische Entscheidung ist, diesen Umweltverbrauch auch mit zu berücksichtigen. Das scheint uns besser, als sozusagen Stück für Stück jeden davon zu überzeugen, dass er ein guter Mensch sein muss. Also ich glaube, die ökonomische Vernunft, das ist eigentlich das Entscheidende. Und da hat Deutschland jetzt erste Schritte gemacht. Man kann sich sicherlich noch darüber unterhalten, ob der Umweltverbrauch schon richtig bepreist ist. Dann, wenn es solche Preise gibt, sind Kreditinstitute aber gut in der Lage, das in ihre normalen Risikosysteme, ihre ökonomischen Systeme auch einzufügen. Und ich denke, dann ist Klimawandel auch nur in Anführungsstrichen aus Bankwirtschaft betrachtet ja ein ökonomisch zu erfassendes Risiko. Und darauf werden sich alle Marktteilnehmer dann auch relativ schnell einstellen. Im Finanzbereich sind Sie Marktführer
das hatte ich bereits gesagt, im Bereich Reichweite, sowohl im Privatkundengeschäft als auch im Firmenkundengeschäft. Welche Stellhebel hat denn die Sparkassenfinanzgruppe, um dieses Thema noch härter in die Bevölkerung reinzutragen? Erst einmal zu den Unternehmen hin. Also das passiert ja da ganz wesentlich bei uns über das Wertpapierhaus, die DEKA. Die hat ja nun ein sehr durchsetzungsfähiges Nachhaltigkeitsmanagement. Das heißt, wenn da das Kundenversprechen ist, wir sorgen für Nachhaltigkeit, dann setzt die DEKA das in den Hauptversammlungen gegenüber den Vorständen und auch in den regelmäßigen Gesprächen der bei den investierten Unternehmen auch durch. Das passiert ja meist in einem guten Dialog, aber im Zweifel auch durch Verweigerung von Entlastung beispielsweise. Also die DEKA ist da ja doch sehr deutlich auch unterwegs. Das ist auch das Kundenversprechen, was wir unseren Privatkunden gegeben haben. Bei den mittelständischen Firmenkunden, also auf der Kredit-, auf der Aktivseite, ist das natürlich ein schwierigeres Thema. Diese Kunden müssen in Einzelberatung dafür gewonnen werden, dass sie nur dann ökonomisch erfolgreich sein können auf Dauer, wenn sie eben diese Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit jetzt aufgreifen und auch ein entsprechendes Transformationsprogramm machen. Das heißt, wir werden das, was wir an den Kapitalmärkten sehen, auch in den Kreditportfolien der Sparkassen sehen, dass bestimmte Investments in bestimmte nicht nachhaltige Geschäftsmodelle auf Dauer nicht finanziert werden können. Und darauf jetzt die Kunden vorzubereiten, ist die entscheidende Aufgabe. Aber in der Tat, das ist Breitenarbeit und deswegen sind auch die Sparkassen an dieser Stelle so wichtig. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank nach Berlin. Vielen lieben Dank an Christian Achelles, Leiter Unternehmen Kommunikation beim DSGV, dem Sparkassenverband in Berlin. Auch an Sie vielleicht die kleine Bitte. Ich sehe, im Chat ist noch die ein oder andere Frage. Wenn Sie die Antwort noch in die Tastatur hauen könnten, dann wären wir Ihnen sehr dankbar. Und dann sind wir tatsächlich am Ende unserer fünften Ausgabe Banking Club Live angelangt. Wenn Ihnen das gefallen hat, wir werden das alle 2 Monate machen, diese Hochdruckbetankung. Wir sagen ja immer, fachliche Informationen, Spielfilmlänge wollen wir Ihnen anbieten. Nicht zu oft und nicht zu wenig, alle 2 Monate ungefähr wollen wir dieses Format anbieten, bauen immer an 2 bis 3 Themenfeldern, die wir Ihnen dann präsentieren. Heute waren es die Themenfelder Wealth Management, Signatur und Nachhaltigkeit. Dann danke ich Ihnen fürs Zuschauen und freue mich natürlich, wenn wir Sie bei einem der anderen Formate wiedererleben dürfen. Gucken Sie mal auf bankingclub.de nach, Webinare, Veranstaltungen. Ich hatte es bereits gesagt, im September geht es mit unserem Fraud Management Kongress los und dann hoffen wir, dass wir die Krise zumindest ein kleines bisschen hinter uns haben und wir nicht mehr vor dem Bildschirm fachliche Informationen konsumieren müssen, sondern... Hallo. Dann. So, da ist der Herr Achilles nochmal. Nein, das war ein Fehler. Okay, also, dann freue ich mich, Sie auch wieder live begrüßen zu dürfen mit einer Visitenkarte im Austausch, mit einem Kaffee in der Hand, live in Köln oder in Frankfurt bei einer unserer Veranstaltungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an das gesamte Team, dass Sie das hier heute ermöglicht haben. Dankeschön nach da draußen. Bis bald.